Weil da laufe ich dann halt eventuell manchmal rum. Selten. Aber manchmal. Und das ist dann ja auch wieder extrem schön. Ne? Okay, Leute, lasst wieder für First Blood alle nach oben gehen. Und dann, ja. Leute, für First Blood alle hier schön nach oben. Kommen Sie ran. Leute, ja, seid ihr, kommt ihr hier alle nach oben für First Blood? Ja, super, super Team. Danke. Und ich starte beim Enemy Red Buff wahrscheinlich, ne? Ja, eine AD Morgana. Vielleicht gar nicht so bad, ne? Mit dem Spell Shield. Das könnte schon gehen. Oh. Da haben wir Sylas gesehen. Oh, 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 oh. Der will an unserem Blue Buff starten, glaube ich. Scheiß Loser. Ich muss halt so keinen, dass die hier alle auf AW stehen bleiben. Okay, ich glaube, ich bin mir auf den Blue Buff doch sehr schnell angewiesen. Oh no. Junge, ich habe ja so ein Legendenteam. Wieso ist mein Team denn bestehend aus so vielen Legenden? Hä? Was zur Hölle? Woher kommen die ganzen Legenden in meinem Team? Das ist ja wirklich legendär. Also, arschgeile Nummer, Leute. Whether by chains or by wings, we are all bound. Ja. Auf einmal werden da einfach 500 Bindings lang geschossen. Und die wissen gar nicht mehr, was abgeht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ist das ärgerlich. Yeah. Ich muss sagen, Jungle Morgana geht halt echt fit, ne? Also ganz entspannte Basis so far. Also wirklich, das geht echt gut. Jetzt gleich ein Botlane-Gank. Auf dem PBE haben die abnormale Clear. Hat die ab. Was? Was wollen wir auf dem PBE geändert hier? Wovon ich nix haben mitbekommen. Ja, meine Freunde.
Die. Wir haben Boots, aber der auch schon. Oi, oi, oi. Ja, dieser 500% Buff auf Full Clear bei Morgana bei 2,55. Was, wieso das denn? Wieso wird denn jetzt Morgana wirklich ein Viable Jungler eigentlich? Na. Ah, ist ja auch noch alles PBE, ne? Also ist ja noch lange nichts final. Ja. Ja, wir gönnen uns jetzt, glaube ich, erstmal hier ein bisschen den Dragonion. Den Dragonion. Ja. Niemand spielt Jungle, also buffen die. Ja, ich weiß nicht. Also. Es ist, also, für mich kommt es halt gar nicht so vor, dass niemand Jungle spielt. Aber es ist ja wirklich anscheinend so ein Problem, ne? Dass Jungle so eine unbeliebte Rolle ist in den meisten Elos, glaube ich sogar, ne? Achso, er sollte mir mal das Schild geben, aber nur, wenn ich auch tanke. Also ich finde Jungle gar nicht unbeliebt. Oh, Klaus. Aber also der Jungle Clear Speed ist ja echt, also. Ich finde Jungle ist einfach nicht mehr seit dem Patch nicht mehr wirklich useful. Naja, ja. Jungle ist immer noch mit Abstand die stärkste Rolle im Spiel, ne? Was ist das eigentlich für ein Lied hier? Das macht mich irgendwie ein bisschen wild. Also wirklich, Jungle ist wirklich mit Abstand noch die stärkste Rolle im Spiel. Jetzt kommt der hier wahrscheinlich und will mir wieder den Jungle streitig machen. Oh nein. It's a disaster. Zack. Schon wieder die Ehre genommen von ihm. Aber auch schon wieder nur, weil ich so ein arschgeiles Team habe, ne? Halt dein Maul. Halt dein dummes Maul, als ob. Und er kriegt beide. Ah, ist in Ordnung. Ich opfer mich gerne für das Team. Ich opfer mich gerne für das Team. Ja, das Hauptproblem bei Jungle ist halt echt, dass Jungler einfach immer geflamed werden, ne? Ja, das ist ja wirklich so. Also, als Jungler hast du es nicht leicht im Leben. Not gonna lie. So, das ist halt einfach, ne? Kannst du auch nicht schönreden. So, als Jungler bist du einfach ein kleiner Knilch. Team? Bitte verlasst mich jetzt hier nicht. Sie haben mich verlassen. Meine Freunde, sie haben mich verlassen.
Ich glaube, ich kaufe ja auch Merc-Treads, beziehungsweise ich könnte mir jetzt, entweder kaufe ich mir jetzt dieses Item hier. Verdant Barrier into Banshees. Aber wir brauchen unbedingt den Drachen. Oder ich gehe weiter Full Damage. Full Damage Böllern. Na. Ja, wir brauchen auf jeden Fall hier noch das Morello-Ding. Das brauchen wir auch noch. Und dann brauchen wir Void Stuff. Also, weiß gar nicht, wie wir genau dann machen. Tatsache. Absolut keine Ahnung. Junge, bei uns wird draußen im Haus richtig rumgebohrt, ey. Mag wer anderes tanken? Hab gar keinen Bock. Wieso werde ich denn jetzt schon wieder geangelt? Help? Bitte helfen Sie mir. Ja, so nämlich. So nämlich. Weg mit der Viecher. Raus mit der Viecher. Wenn du willst, dann out-attack ich dich auch einmal, bis du tot bist. Oh, scheiße. Ja, raus mit der Viecher. Boah, das ist eine ganz starke Silas-Ult gerade gewesen. Ah, die bringt gar nichts, weil wir sie einfach töten davor. Jetzt musst du ein Binding treffen. Oh nein, verkaufen Sie mich bitte nicht. Alarm. Alarm. Wir können noch überleben. Ah! Ja, da machen wir eine W drauf, damit wir ein bisschen Leben restoren. Okay, können wir das spielen? Bitte was? Ich stun ihn zuerst. Ja, ja, hops genommen. Da habe ich so hops genommen. Sag ich, wie es ist. Phil, der Profispieler wieder. So. Okay. Das ist echt nicht leichtes Game hier, muss ich sagen. Das ist sehr, 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 sehr schwierig irgendwie. Aber wir gewinnen. Für wie viel Euro würdest du dir von einem Pferd in die Eier treten lassen? Naja, ich sterbe eventuell oder... ich bin zumindest impotent, auf jeden Fall. Dementsprechend weiß ich gar nicht, ob ich das... Also, auch für eine Milliarde oder so. Ich bin da immer sehr ehrlich bei solchen Aussagen, ne? Aber das ist eine Sache. Von einem Pferd in die Eier treten lassen. Da kann man halt auch, glaube ich, bei drauf gehen. Und... das ist mir das dann, glaube ich, nicht wert. So. Also, vielleicht habe ich dann auch einfach keine Eier mehr. So, das kann ja auch sein. So ein Pferdetritt ist schon brutal. Sind wir ehrlich. Für eine Fritz-Cola. Ja, wobei, bei einer Fritz-Cola bin ich dabei. Ne? Das hört sich gut an. Alarm.
Alarm. Hey Phil, darf ich einen Link in den Chat schreiben für eine Umfrage? Nein. Aber es liebt, dass du fragst. Wenn du das nur einem Mod schreibst und der das abcheckt und dann denkt, das ist in Ordnung, dann vielleicht, ja. Ja, also so ein Pferdeschlag ist ja schon crazy, deswegen. Also da kann man halt safe bei drauf gehen. Und das ist mir dann das Geld nicht wert, so. Dann lebe ich lieber ein bisschen länger noch. Und werde halt vielleicht dann kein Milliardär. Sondern nur Multimillionär vielleicht. Ist halt fein. Ja. Aber ich glaube, so ein Pferdetritt, boah. Der pfeffert richtig, weißt du? Schon ein Pony haut richtig rein. Ja, und wenn ein Pony reinhaut und das so ein Zwergkarnickel ist, basically, dann bist du bei einem Pferd einfach direkt weg. Und das nächste Level wäre dann, wenn eine Giraffe dich tritt. Dann, ja, dann bist du auch einfach Genickbruch tot. Also, no joke. Ist ja wirklich so. Deine Mama hat sich die Hüfte gebrochen von einem Pony oder was? Ja, ist halt schon crazy, ne? Ach, scheiße. Junge, der ist ja so gut, hä? Lol. Der war mein. Der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Hä, was ein Loser. Ja, der hat das ziemlich gut gespielt. Also bis zu dem Punkt, wo er einen Schlaganfall bekommen hat. Da hat er es dann nicht mehr gut gespielt. Wie viel Geld für einen Elefantentritt? Nee, da bin ich nicht dabei. Nee, nee, nee. Ich würde mich von so einem... Von so einem Frosch. Von so einem Frosch würde ich mich treten lassen. Da wäre ich dabei. Ich glaube, das würde ich auch aushalten. Aber nicht so ein giftiger Frosch, der mit seinem Tritt dann irgendwelche Gifte abgibt. Da hätte ich dann auch wieder keinen Bock drauf. Und ein Nashorn. Ne, vom Nashorn würde ich mich nur anrammen lassen. Ich weiß gar nicht, ob ein Nashorn das Bein hoch genug bekommt, um mich zu treten. Weiß ich gar nicht. Das sind ja schon ziemliche Fettsäcke, ne, muss man sagen. So no hate gegen Nashörner, right? Aber sie sind schon sehr dick. Ne, Giraffe meinte ich schon. Giraffe ist mein Dad. Giraffe habe ich keinen Bock drauf. Ein Tiger tritt. Ja, ich glaube, ein Tiger kann gar nicht so doll treten, oder? Also wenn man jetzt halt wirklich nur so einen Tritt nimmt, wisst ihr? Dann glaube ich, kann so ein Tiger nicht so doll treten. Also wie ich mir das jetzt vorstelle, der steht da so und tritt einmal nach hinten aus. Und ich glaube, da ist ein Tiger jetzt nicht so krass drin. Also von einem Tiger würde ich mich dann schon treten lassen. Glaube ich. Also wenn das Geld stimmt natürlich. Ja, der ist einfach gefangen. Der Gefangene von Azkaban ist es einfach. Oder wie das auch immer heißt. Der haut dich mit der Pranke um. Ja, nee, das ist halt wieder nicht fair. Wir reden über Tritter. Ah, das ist schon wieder Sulaiman. Wir spielen irgendwie gegen die gleichen Rabauken seit 5 Stunden. Bam, 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 bam. Dankeschön. Ja. Ja, das ist ein Service, Leute. Bam. Ja, ich muss sagen, wir stompen die Silas-Leute schon ordentlich weg hier. Ne? Würdest du dir für 100.000 Euro Liebe, Lebe, Lache in DIN A4 Größe auf den Rücken tätowieren lassen? Nee. T
Tiger können bis zu 100, 300 Kilo wiegen. Ich glaube, ein Tritt ist tödlich. Nein, 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 safe nicht. Die haben ja... Also, oder? Ah, nee, ich glaube, das tut schon weh so, aber tödlich hätte ich nicht gesagt. So, ich habe einmal so ein nice Leben hier. Ja. Nicht zu Ende gedacht, würde es mir tätowieren lassen und für 10.000 wieder entfernen lassen. Easy money. Ja, smart. Smart. Habe ich wirklich nicht dran gedacht. Aber ich glaube, Tattoos wegzulasern ist jetzt auch nicht so das Gesündeste, ne? Bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist ja... Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber man brennt man sich irgendwie nicht die Haut weg oder so? Aber diese allererste Schicht, wo das halt rein tätowiert ist, brennt man sich das nicht irgendwie weg? Aber 90k? Ja, also je nachdem, wie krass jetzt so ein Eingriff ist, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Würde ich das auch machen. Jo, moin. Mein Binding trifft, ihr Loser. Ja. Wie viel Geld für ein Raid Shadow Play? Achso, für ein Raid Shadow Legends Placement. Ja, damit ist ja schon der ganze Ruf kaputt, ne? Wenn man sich davon sponsern lässt. Da müsste ich dann schon ausgesorgt haben, damit es worth ist. Aber wenn ich mit dem Raid Shadow Legends. Oder, okay, auch nicht ausgesorgt. So 500k. Würde ich schon nehmen. Oder? Ich könnte sowas machen, dass ich jedem Zuschauer einfach 10 Euro gebe. So. Das wäre doch ein geiles Placement, oder? Wenn ich von Raid Shadow Legends gesponsert werde, dass ich dann jedem Zuschauer 10 Euro gebe und von Raid Shadow Legends kriege ich für jeden Zuschauer, weiß ich nicht, 50 Euro oder so. Das wäre doch eine geile Sache, oder? Ja. Ja. Imagine playing Jungle in Fun Mode. Jo, hä? Genau deswegen doch. Ich darf das spielen, was ich möchte. Du Ficker. Ja, wie findest du die Schack?